Herzlich willkommen beim zweiten Teil der Meditationsreise Karma lösen durch die Kontinente. Und wir machen weiter beim zweiten Teil. Letzte Woche haben wir Afrika gemacht, also das ist das erste Chakra. Und heute geht es um Australien und das entspricht dem Nabelchakra. Und wir werden eben schauen, was haben wir für karmische Versprechungen, für karmische Bänder. Entweder mit Australien oder natürlich auch im Nabelchakra etabliert. Und dazu suchen wir uns wieder oder holen wir uns auch wieder energetische Hilfe. Also du kannst mal deine Augen schließen und atmest mal tief ein und wieder aus. Und du kannst dir ein Karma vorstellen, das ist wie ein wie ein Programm, wie etwas, das du ganz oft wiederholt hast und das du schon ganz lange mit dir herumträgst. Also ganz alte so Glaubenssätze kann man sich das auch vorstellen. So elementale, so eine Energie. Und heute brauchen wir natürlich wieder, wie beim letzten Mal auch, Saint-Germain. Das ist so violettes Licht, violette Flamme. Und in der violetten Frequenz auch Erzengel Metatron, den Hüter der Akasha-Chronik. Und der schaut, dass nur die Themen freigegeben werden, die du auch jetzt lösen kannst. Also ich lade Erzengel Metatron ein und bitte ihn um seine Führung. Und ich lade auch Meister Saint-Germain ein und bitte ihn um seine Führung. Damit alles nach deinem Seelenplan läuft, laden wir auch dein höheres Selbst ein. Ich lade auch mein höheres Selbst ein, mich bei dieser Reise zu begleiten. Und nachdem es ums Nabelchakra geht, kommt auch Lady Portia in einer Mischfrequenz aus Hellorange und Violett. Und auch sie stellt sich an deine Seite. Du hast also dein höheres Selbst, Saint-Germain, Metatron und Lady Portia, die in deinem Rücken stehen und dich begleiten werden. Und die heutige Reise geht nach Australien, geht in dein Nabelchakra. Und in dem Nabelchakra geht es ja auch ganz groß um Leichtigkeit, um Unbeschwertheit. Und du wirst nun gefragt von Saint-Germain, wo in deinem Leben fühlst du dich belastet oder schwer? Wo in deinem Leben fühlst du dich belastet oder schwer? Hast du das Gefühl, schwere Beziehungen zu haben, vielleicht familiäre Beziehungen oder partnerschaftliche Beziehungen? Hast du das Gefühl, dass du dich körperlich schwer fühlst? Oder hast du das Gefühl, dass du wenig Freude, wenig Leichtigkeit empfindest? Wo würdest du als erstes Schwere in deinem Leben verorten? Und in dieser Schwere, die du jetzt wahrnimmst, liegt auch der Schlüssel zum heutigen Karma, zur Verbindung mit Australien. Und vielleicht fällt dir eine belastete Beziehung ein. Vielleicht fällt dir ein ungesunder Lebenswandel ein. Eine zu tiefe Ernsthaftigkeit. Und egal was es ist, halt mal jetzt dieses Bild von Schwere, von Belastung und erlaube nun, dass du auf die Reise gehst, dass du
mit deinen geistigen Helfern und Führern auf die Reise gehst, um diese Schwere zu lösen. Vielleicht hast du irgendwann einmal etwas versprochen, das du nicht halten konntest oder für das du dich schuldig fühlst, weil du das Versprechen gebrochen hast. Vielleicht hast du einmal eine Entscheidung getroffen, von der du dachtest, es sei die richtige Entscheidung, aber sie hat sich als falsch herausgestellt und du hast deine Leichtigkeit deswegen verloren, deine Unbeschwertheit verloren. Vielleicht hast du das Gefühl, eine belastete Beziehung in deinem Leben wahrzunehmen. Und diese belastete Beziehung kann dann aus dem Karma kommen. Und nun beginnt mal die Heilung dieser Schwere. Alles schwere Karma darf nun transformiert werden. Alle Schwere, die jetzt zusammenhängt, auch mit Australien, darf sich jetzt lösen und transformieren. Und Lady Portia stellt sich zu dir an deine Seite und sie sagt zu dir, ich spüre, dass du dich überlastet hast. Ich spüre, dass du dir zu viel aufgehalst hast. Ich spüre deinen Druck in dir, der auf dir lastet. Und ich lade dich jetzt ein, dass ich diesen Druck von dir nehme. Erlaube mir, diesen Druck von dir zu nehmen. Und du bittest jetzt Lady Portia, dass sie diesen Druck jetzt von dir nimmt und dich erlöst. Bitte, ich bitte dich, löse den Druck, den du wahrnimmst und löse ihn aus meinem Energiefeld. Und erlaube dir nun wahrzunehmen, wie Lady Portia die besagte Energie löst und wandelt und transformiert. Und Heilung fließt ein. Und sollte dieser Druck aus einer Beziehung kommen, dann fließt auch gleichzeitig Heilung in diese Beziehung mit ein. In diese karmische Beziehung, die sich vielleicht auch in deiner Gegenwart widerspiegelt. Atme nun einmal tief ein und ganz fest wieder aus, explosiv wieder aus. Und nimm wahr, dass Lady Portia jetzt dieses Programm von dir wegträgt. Und du kannst nun wahrnehmen, dass Frieden und Heilung durch dich fließt. Und du spürst, dass du leichter wirst. Und nun lädt dich Saint-Germain dazu ein, jeglichen Stress, der auf deinem Nabelchakra gespeichert ist, jeglichen Druck zu transformieren in seinem violetten Licht, sodass alles Urvertrauen hinuntergegeben wird ins Wurzelchakra, in ein stabiles, kräftiges, erwachsenes Wurzelchakra. Und dass alle Themen, die eigentlich ins Wurzelchakra gehören, dorthin fließen und alle sozialen Themen, die das Nabelchakra belasten, fließen jetzt
in den Solarplexus hoch und werden dort gereinigt, sodass du in deinem Nabelchakra weiter, leichter und freier wirst. Und nun, während diese Energien sich reinigen, darf nun noch Hilflosigkeit gelöst werden. Die Aspekte in dir, in deinem Nabelchakra, die hilflos sind, wo du dir klein vorkommst, wo du dir unbedeutend vorkommst, wo du das Gefühl hast, vielleicht auch verloren zu sein. Und dieses Verloren, dieser Verlust von etwas Vertrauten und diesem Verlust der Autorität und dem Verlust der Kontrolle, der darf jetzt transformiert werden, der darf sich jetzt lösen. Und du spürst mit dieser Transformation, wie auch Druck aus deinem Herzen nach unten fließt, bis zu deinem Wurzelchakra, wo auch dieser Druck transformiert wird. Und das sind alle Schwüre und Gelübde, die mit deinem Nabelchakra zusammenhängen und die natürlich auch mit Australien zusammenhängen. Und in diesem Augenblick spürst du, dass du ganz in dein Zentrum ankommst, ganz in deine Mitte, ganz bei dir. Und dadurch spürst du einen tiefen Frieden, der dein Wurzelchakra und auch dein Nabelchakra durchströmt. Und in diesem Frieden schließt Saint-Germain sämtliche karmischen Türen. Und du kannst wahrnehmen, dass Metatron die besagten Teile in der Akasha-Chronik umschreibt und Seiten herausnimmt aus deinem Lebensbuch. Und dass ein Teil deines Lebensbuch heil wurde, geheilt wird, neu geschrieben wurde. Und du erlaubst dir jetzt diese Sicherheit, diese Orientierung, diese Stabilität, diesen Neubeginn, dreimal tief einzuatmen. Und bei deinem dritten Atemzug siehst du, dass Saint-Germain fertig ist mit dem Umschreiben des Buches und er klappt die Akasha-Chronik, dein Lebensbuch, zu. Und du verneigst dich vor ihm und bedankst dich. Und nun lässt Lady Portia noch einmal Orientierung einfließen, sämtliche Unsicherheiten fließen von dir ab. Und du spürst, dass du klar und stabil bist. Alle Anteile von dir, die noch in der Vergangenheit verweilt sind, die gebunden waren im Nabelchakra oder auch in Australien karmisch bedingt, werden nun erlöst und kommen zu dir in Form einer hellen, strahlenden Energie zurück. Und sie laden dein System auf und du spürst, die Tür zur Vergangenheit wird geschlossen
und du bist klar und gegenwärtig, voller Zuversicht und Mut und spürst, dass vor dir neue Wege aufgehen, viele weitere Transformationsmöglichkeiten vor dir liegen. Und du freust dich jetzt und bist gespannt darauf, auch die neuen weiteren Reisen anzutreten. Aber du weißt auch, dass du all diese Reisen in deinem Tempo antreten kannst. Und du bist dankbar, atmest noch einmal tief ein und wieder aus und verabschiedest dich von Lord Metatron. Saint-Germain Lady Portia. Und du bedankst dich nochmal und die Energie deines höheren Selbst fließt durch dich hindurch und du spürst, dass du sanft und frei bist. Und du erlaubst dir in deinem Tempo in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt, in deine Zeit, in deinen Raum zurückzukehren. Und du bewegst deinen Körper, du streckst dich durch und spürst deine Beine wieder und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du deinen Körper gut spüren kannst, bedank dich bei deinem höheren Selbst, verabschied dich nochmal. Und dann öffne deine Augen und komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir bei dieser Reise gegangen? Ich freue mich auf deine Kommentare und ja, bin gespannt, was du erzählst. Das war also die Reise jetzt mal zum Nabelchakra, zu Australien. Nächstes Mal geht es weiter, nächste Woche mit dem Solarplexus. Und ja, lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und bis nächstes Mal. Dein Oliverini aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.